Good morning, morning. Ich bin die verrückte Ente und willkommen auf diesem neuen Kanal. Ja, die meinem Aufruf gefolgt sind, die sind jetzt hier. Und die nicht gefolgt sind, die sind jetzt nicht hier. Wie folgt. Ich habe gedacht, ich muss mal hier erstmal leiser machen. Direkt mal das erste Let's Play. Ich werde auf jeden Fall jetzt hier öfter Let's Plays machen. Ich brauche Sofas. Ich habe da Sofas hergestellt. Wo sind die? Oh. Okay. Sofas dauern. Sofas holen. So. Ja. Warum kommen jetzt hier die Let's Plays? Gute Frage. Supercell verteilt immer wieder mal Strikes und das Risiko, dass ein Kanal gelöscht wird wegen Supercell, ist mir einfach zu hoch. Deswegen habe ich entschieden, hier Videos zu machen. Und mit Heyday muss ich gucken, ob ich da überhaupt noch so aktiv weitermache. Momentan ist die Lage einfach so, dass Supercell mit der neuen Supercell Community Managerin sehr, sehr unsympathisch geworden ist und auch sehr riskant, den ganzen Mist überhaupt zu machen. So, da man laufend irgendwelche Strikes für irgendeinen Mist kriegt oder man muss aufpassen, was man erzählt, weil sonst kriegt man ja direkt wieder Ärger. Naja, auf jeden Fall kommen hier, ich meine, für die Townshipper ist es definitiv gut, weil hier kommt mehr als auf dem Heyday-Kanal. Jetzt muss ich nicht mehr darauf achten, dass ich irgendwelche Heyday-Leute verärger. Na, jetzt kommen hier einfach die Township-Videos. Na, öffnen mal. Und ist wieder ein Tier voll? Nein. Kein Tier vollständig. Schade. Ja, morgen fängt die Regatta an. Ich bin sehr gespannt. Oh, cool. Nashorngehege. So. Das Nashorngehege stelle ich direkt mal dahin, weil da werde ich bestimmt auch ziemlich schnell die Tiere von haben. Hoffe ich zumindest. Schenken. Erfragen. Erfragen. Oh, keiner hat neuen Brot. Wer soll denn neuen Brot haben? Neuen Brot ist richtig, richtig Mist. Auch noch um Hilfe fragen. Schenken. So, vielleicht kriegen wir ja direkt das Nas. Ah ne, oh, sind immer noch viele. 2 von 12, das dauert zu lange. Na gut. Des Weiteren, unser Discord ist natürlich in der Beschreibung. Mann, ich hab Husten. Das ist natürlich voll gelogen. Ich bin ein Idiot. In der Beschreibung ist wahrscheinlich noch gar nichts, weil ich den Kanal erstmal hier so ein bisschen umbauen, ummodellieren muss. So, ich habe immer noch doppelt Geld für Hubschrauber. Ich würde sagen, das nutze ich auf jeden Fall noch aus. Ich muss mal gucken, wenn ich Hubschrauber doppelt Geld habe, kaufe ich immer einfach alles. So jeden Schrott hier einfach. Weil ich hoffe, dass ich die Sachen wegbringen kann und dadurch mehr Geld mache, als wie ich jetzt hier ausgebe. Ob die Rechnung aufgeht? Ich denke ja. Also ich kaufe hier wirklich eine ganze Menge. Hört ihr dieses Bibing, Bibing, Bibing? Das ist die ganze Zeit der Discord. Also da ist wirklich viel los immer. Das eine hätte ich nicht kaufen müssen. Ich muss mal hier leiser machen, weil das ist schlimm. So, ich habe jetzt leise gemacht. Jetzt hört ihr das nicht mehr. Kein Platz mehr. So. Also ich werde auf jeden Fall noch Geld wegschicken, weil ich will mir auf jeden Fall die, die Grillerei holen. Grillerei. Griller, Griller, Griller. So, ich werde jetzt hier auf jeden Fall noch ein bisschen Reis machen. Ich freue mich übrigens mega auf die Regatta. Es ist das erste Bild rausgekommen von den Rittern. Im Discord haben wir ja schon gepostet, ich glaube vor einer Woche oder so, dass Ritter Dekorationen kommen werden. Bitte, bitte der Zug. Bitte, bitte der Zug. Bitte, bitte. Mist. Ja, was kann ich denn hier erweitern? Hä? Irgendwie
Fühle ich mich veräppelt? Kann hier gar nichts erweitern, oder? Da war doch... Ah. Ja, Schuhfabrik. Schuhfabrik. Na gut, machen wir Schuhfabrik. So. Ich habe falsch gelevelt. Ja, heute gab es die Diskussion im Discord, das, was man denn, was soll man denn leveln? Und ich habe tatsächlich hier öfter mal XP gelevelt. Ja, ist falsch. Macht das natürlich nicht. das war anfangs halt, habe ich das gemacht. Aber eigentlich am besten immer Zeit. Und wenn keine Zeit geht, dann halt Geld. Aber XP, das hätte ich besser nicht gemacht. Warum habe ich das getan? Ich weiß es nicht. Das war dumm. Und eigentlich mache ich immer nur schlaue Sachen. Aber das, das war dumm. So, ich blende das Ganze mal ein. Ich muss selber jetzt mal kurz in unserem, bei uns gucken. Genau. Ich blende das mal ein. Da ist einmal so eine Riesendeko. So ein Drache mit ganz viel Gold und so, ne? Ich meine, wer den Hobbit geguckt hat, ich weiß nicht, wer den Hobbit geguckt hat, aber ich habe mir geguckt im Kino. Da ist auch der Drache, der bei den Zwergen diese Goldmine da komplett an sich gerissen hat. Und also, ja, Drachen mögen Gold, scheinbar. Wusste ich vorher auch noch nicht so genau, aber ja, Drachen mögen Gold. Und die Deko gefällt mir sehr gut. Ich würde gerne wissen, welche animiert ist und welche nicht. Also es sind nur zwei Dekos auf dem Bild zu sehen. Die andere ist so eine Schriftrollen, also von so einem Schreiberling, so ein, ja, nicht Kloster, sondern Haus halt, wo geschrieben wird. Vielleicht ist es auch vom Zauberer, ich weiß es nicht, aber ich glaube eher... Ah nee, das kann eine Schule sein. Da sind auch Bänke davor, guckt mal. Da sind so Bänke. Vielleicht ist es eine Schule, eine kleine Schule, wo... zwei Leute sitzen können, drei Kinder. Ja, vielleicht ist es eine Privatschule, man weiß es nicht, wo nur private Zauberlinge, Lunge hin dürfen. Und deswegen ist das Ganze so klein. Natürlich, das wird sein. Also bestimmt sogar. Ich wette, es ist ein Internat, Gymnasium. Mann, Gymnasium. So. Ja, ja, hundertprozentig ein Gymnasium. Da kommen nur die Reichesten hin und die Schlauesten und fertig. Das ist die Deko. Aber es werden natürlich noch mehr Dekos kommen. Leider sieht man auf diesem ersten Bild nicht so wirklich viel. Das ist ein bisschen schade. Wir gucken mal, wie viele Dekos gibt es denn immer? 1, 2, 3, 4, 5 Dekos. Ja. Also nochmal 3 Dekos, die dazukommen müssten. Ich habe hier leider, ja, diese Kuh. Ich will diese Kuh nicht kaufen, aber ich habe das Gefühl, ich bereue es vielleicht, wenn ich sie nicht kaufe. Ich habe 410 Chetons. Ich kaufe diese Kuh, aber nein, ich kaufe die nicht. Nö, ich kaufe die nicht. Mache ich nicht. Weil ich glaube, das ist nicht so gut. Das ist jetzt ein neuer Kanal. Jetzt habe ich natürlich meine Monetarisierung verloren. Ja, was ist denn das, Ente? Ich kann keine Werbung mehr schalten. Und das heißt, ich werde dann auch am Ende nicht mehr entlohnt. Dann könnt ihr mich natürlich trotzdem anderweitig unterstützen. Und zwar, indem ihr dieses Video teilt, liked und kommentiert. Ich werde viel Energie und Kraft jetzt in diesen neuen Kanal hier reinstecken. Ich hoffe, ihr mögt das, ihr findet das gut. Und dass der Kanal vielleicht auch schnell wächst. Ich denke nicht. Ich suche mir immer die kleinsten Spiele raus. Erst Heyday und dann das noch kleinere Spiel Township. Aber ist egal, darum geht es nicht. Community ist trotzdem coolste und so. Und deswegen werde ich hier einfach dran arbeiten. Ist einfach mein Herzensprojekt. So, ich hoffe, ihr freut euch und ich bin raus. Wir sehen uns, ihr Mickey-Mäuse. Ciao!